Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja Leute, wir machen weiter mit WWE. Letzte Folge, was ist da passiert? El Rille hat sich auch in euren Augen zum Affen gemacht. Es stand zwar auf seiner Aufgabenliste, die er gerne durchgehen will, ein Match in einem Babykostüm machen. Und das haben wir dann auch gemacht, aber ja, ihr habt mir auch so ein paar Sachen reingeschrieben. Ja, die Story ist jetzt nicht so geil wie letztes Jahr. El Rille macht sich voll zum Affen und bla bla bla. Also ich muss sagen, Leute, ich bin immer ehrlich zu euch. Mir macht die Karriere bisher eigentlich Spaß, aber ich finde, es wird teilweise ein bisschen übertrieben, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. EA wollte ich schon sagen. 2K hat versucht, auf jeden Fall ein bisschen neue Ansätze mit reinzubringen. Das mit der Hall of Fame, dass man dann rückblickend auf die Sachen schaut. Das finde ich von der Idee her nicht schlecht, aber man hätte es vielleicht noch besser umsetzen können. Und ja, wir machen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Ich habe bei meinem Spielerbaum, könnt ihr sehen, schon viele, viele Sachen hier ausgefüllt. Wir haben jetzt wieder 0 Punkte. Ich guck mal, in welche Richtung das geht. Hier gibt es ja auch Finisher, Super Dropkick, Talente. Hier gibt es so viele Sachen, die man freischalten kann. Von oben sieht das Ganze so aus. Also ist noch längst nicht alles gemacht. Bei La Rilla sieht das Ganze genauso aus. Und ja, wir machen jetzt hier weiter, nachdem wir das Match hatten. Heute wird die Folge aber ehrlich gesagt etwas kürzer werden, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich muss heute meine Steuern erledigen, sonst gibt es Ärger mit dem Finanzamt. Und dazu werde ich euch gleich im Let's Play bei unserem nächsten Kampf ein bisschen was zu erzählen. Ich denke mal, das interessiert den einen oder anderen auch, wie das so mit Steuern und so als YouTuber, als Influencer aussieht. Und jetzt würde ich sagen, Kapitel 5, wir starten rein, machen weiter. Let's go. Sorry, oh. I put your friend in a diaper. There was no way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for talent. So I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. Ach, I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so crazy. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? Ja, El Rille wird so ein bisschen zur Lachnummer gemacht. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Wir sind ja noch lange nicht am Ende, denke ich, angekommen. Ich hoffe, die Karriere wird nicht allzu kurz sein. Ein paar von euch haben sich beschwert, ey, ist nicht so geil. Aber wir ziehen das durch, Leute. Mir gefällt's, mir macht es Spaß. Und solange ihr auch Spaß am Zuschauen habt, ist doch alles kein Problem. Morgen kommt übrigens schon Star Wars raus. Ich weiß noch nicht, ob ich es morgen direkt hochladen werde. Da muss ich nochmal schauen. Ich versuche es, weil es ist ja noch Call of Duty auf dem Kanal. Wenn alles gut geht, kommt morgen Call of Duty und es kommt Star Wars, wenn alles gut geht. Wir schauen einfach morgen. Deshalb bleibt aktiv auf dem Kanal. Ich versuche hier wieder durchzuziehen. Und jetzt gibt es, glaube ich, den nächsten Kampf von La Rilla. Let's go! Wir müssen uns jetzt hier heute unter Beweis stellen, dass wir es drauf haben, denn er hat ja gerade gesagt, für ein Damenturnier, da wird Ausschau gehalten. Und da kommt sie auch schon direkt, La Rilla mit den dicken Möpsen. Alter, das geht ja richtig auseinander wie so ein UFO. Ja, die Frage ist, was wir für sie für eine Einlaufmelodie nehmen, ne? Einlaufmelodie ist schwierig. Schreibt ihr mir mal in den Chat was rein oder meint ihr, es soll vielleicht mal Nelson schreiben, ob er da einen neuen Beat für sie machen kann? Oder lohnt sich das nicht mehr? Was sagt ihr? Ich weiß auch gerade nicht, was für ein Hintergrundbeat läuft, aber ihr Arsch sieht so aus, als ob sie da Pampers drin hätte. Eieiei. Ja, Freunde, wir starten rein in den Kampf, versuchen jetzt hier zu rasieren. Let's go. Are you ready? Are you ready? Let's go. Wir starten rein in den Kampf hier gegen Candice LeRae. Ja, es haben jetzt mal ein paar Leute geschrieben. Ey, hast du es vorher gewusst, dass sie Red heißen wird oder warum hast du ihr rote Haare gegeben? Das mit den roten Haaren war echt reiner Zufall gewesen, zu krank. Und ja, ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, bezüglich der Steuern und sowas. Ja, jeder Influencer, jeder YouTuber muss Ende des Jahres eine Steuererklärung machen. Und das ist die Jahresabrechnung sozusagen. So, und ich habe meine noch nicht für 2018 gemacht. Meistens macht man es so, immer ein Jahr später. Also das Jahr 2018 war ja gewesen. Und ich muss jetzt Ende von 2019 die Abrechnung für 2018 machen. So, und das bedeutet für mich, ich muss alle Kassenbons, alle Belege, Taxifahrten, die mit meinem Gewerbe zu tun haben, raussuchen. Zum Beispiel, ich wurde von EA auf ein Event eingeladen in, keine Ahnung, sagen wir mal in Berlin. So, und wenn ich das Ticket selber zahlen musste von der Bahn, dann kann ich dieses Bahnticket einreichen, diese 60 Euro, und kriege davon die 19% Steuern zurück und kann das Ganze gewerblich absetzen. So, und deshalb muss man halt als Influencer, als YouTuber immer darauf achten, oder das ist auch generell so allgemein, wenn man selbstständig ist, aber besonders bei
bei Influencern oder YouTubern, sage ich mal, da muss man schon darauf achten, dass man sich immer die Belege mitnimmt. Oder zum Beispiel, wenn man mal geschäftlich essen ist. Zum Beispiel, ich bin jetzt, keine Ahnung, mit irgendeinem Sponsor bin ich essen, ich bezahle das Ganze, dann kann ich das von meinen Steuern absetzen, weil dieses Essen war ja dafür da, um zum Beispiel eine Kooperation zu besprechen oder eine Videoplanung und. Ne? Deshalb, das Problem ist halt, Leute, als YouTuber, man hat halt nicht diese Ausgaben, wie ihr es von einem, sag ich mal, keine Ahnung, einen erkennt, der einen Kiosk hat oder eine Trinkhalle, ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt. Zum Beispiel, der muss ja jeden Tag Ware anschaffen, damit sein Kiosk gedeckt ist, damit er da zum Beispiel Getränke hat, damit er da Chips hat, Cola, Fanta, ihr wisst, was ich meine. So, und was kaufe ich mir als Influencer, als YouTuber? So, was man geschäftlich absetzen kann. Dazu gehört zum Beispiel PC-Bildschirme, Webcam, Kamera, was noch, Mikrofon, all sowas. Aber da kommt jetzt das Problem, Freunde. Und zwar, man tut das ja nicht jedes Jahr machen. Man tut das alle 2-3 Jahre mal machen. Und deshalb ist das Problem, dass man halt kaum Ausgaben hat. Und wenn man kaum Ausgaben hat, zahlt man dementsprechend mehr Steuern. So, und damit will ich euch sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen neuen Fernseher kaufen will, ne, und es nicht nötig ist, sollte ich es aber vielleicht trotzdem machen, damit ich am Ende mehr von meinen Steuern absetzen kann und mehr Geld zurückbekomme. Weil, bestes Beispiel, was wäre einem lieber? Entweder ich gebe 5.000 Euro, jetzt nur als Beispiel, dem Finanzamt, oder hole mir von diesen 5.000 Euro einen Fernseher, ne? Ist jetzt nicht genau so, wie ich es ausgedrückt habe, aber ungefähr, damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt. Und deshalb muss ich halt auch immer gucken, ne? Man kann auch zum Beispiel Fahrten, wenn ich jetzt mit dem Auto nach, keine Ahnung, nach Belgien fahre und habe da irgendeinen Termin, dann kann ich einfach diese Spritkosten von dieser Fahrt absetzen. Eieiei. Oh. Okay. Widerstand hat man natürlich auch gehabt. Damit ihr das mal so ein bisschen versteht. So, und jetzt, das ist jetzt die nervigste Aufgabe. Am besten sollte man das immer direkt machen, aber ihr kennt mich. Ich schmeiße viele Sachen meistens immer nach hinten. Das ist nicht so schlau. Zum Beispiel, ich muss jetzt von allen Essensbelegen, zum Beispiel, ich habe jetzt 20 Essensbelege, so. Ich war mit 20 Leuten essen. So, ich muss dann jetzt auf diesem Kassenbon vom Essen draufschreiben, mit wem das Essen war, was der Anlass dieses Essens war. Und dann muss ich alles draufschreiben. Und das ist halt das Problem. Und das muss ich halt alles heute machen. Weil morgen muss der Steuerberater die Sachen erhalten. Ich habe einen Steuerberater. Ich mache das alles nicht selbst. Und der Steuerberater kostet natürlich auch monatlich seine 300, 400, 500 Euro. Und das sind halt alles so die Kosten, damit ihr auch mal so ein bisschen Überblick habt. Ich zahle zum Beispiel Krankenversicherung für mich, ich zahle Steuerberater, ich zahle Miete und. Also da kommen viele, viele Kosten und Steuern, muss ich ganz ehrlich sagen, sind 40-50% teilweise. Wie oft sage ich noch zum Beispiel? Angenommen, ich habe 2018 100.000 Euro verdient, dann müssen 40% davon versteuert werden. Das heißt, von 100.000 bleiben mir am Ende 60.000 über, weil 40.000 für die Steuern sind. Ne? Aber um das Ganze ein bisschen zu drosseln, kann man durch Ausgaben, die für das Geschäft erforderlich sind, das Ganze reduzieren. Ne? Bruder, ich komme mir vor wie ein Steuerberater hier. Aber ich denke mal, dass das für den einen oder anderen für euch ziemlich interessant ist, oder? Ne? Damit ihr mal so ein bisschen wisst, wie das ausschaut. Oder was auch sehr, sehr geil ist, ne? Ich bin jetzt in eine neue Wohnung gezogen. Bin in einer Vier-Zimmer-Wohnung und kann mein Zimmer von den Steuern absetzen. Weil das Zimmer, wo ich hier gerade das Video aufnehme, das ist quasi mein Arbeitszimmer. Ich tue hier drin nicht schlafen und das ging vorher bei meinen Eltern nicht. Bei meinen Eltern, da war die Wohnung nicht auf mich gemeldet, sondern auf meinen Vater, auf meine Mutter. Und deshalb hätte ich da sowieso nichts absetzen können. Und bei meinen Eltern war es ja so, ich hatte... Ach du Scheiße, Bruder. Oh, Widerstand, der war jetzt wichtig. Okay, jetzt sollten wir uns mal ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Die macht uns ja richtig fertig. Eieiei, das will ich auf keinen Fall hier verlieren. Jawohl, wir kontern. Und haben jetzt somit unseren Signature. Der kommt jetzt an hier. Whoop, boom. Und jetzt nochmal der geladene Finisher. Komm. 3, 2, 1 und let's go. Oh, go. Der muss kommen. Nein, sie kontert, glaube ich. Oh mein Gott. Nicht gut. Ei. Ja, wir können noch entkommen mal hier. Schnell raus.
Ja, das wäre unser Sieg gewesen, Freunde. Das wäre unser Sieg gewesen gerade. Ach du Kacke, was macht ihr denn mit uns? Boah, wieso haben wir kein Comeback? Haben wir das bei ihr nicht aktiviert? Ich muss da nochmal nachschauen. Aber wir haben auf jeden Fall Konterbalken. Konterbalken, wir müssen ihren Finisher kontern. Das ist wichtig. Jawohl, habe ich gekontert? Nein, das war aber nicht... Jetzt kommt ihr Finisher. Ich habe gekontert. Ich habe, glaube ich, gekontert, oder? Bitte, bitte, lass mich gekontert haben. Aber es war nicht ihr Finisher. Und sie kontert wieder. Und ich konter wieder zurück. Was geht hier ab, Alter? Heilige Brazuka Sharmuta. Das ist ein sehr, sehr geiler Kampf. Ein sehr, sehr geiler Kampf. One. Zählt Aufgabe als... Wenn sie ausgezählt, das würde ich auch mal gerne wissen. Ich will es jetzt nicht riskieren. Ne? Zum Beispiel, wenn der Schiri bis 10 zählt, hat sie ja verloren. Aber ist das dann Aufgabe oder zählt das als was anderes? Wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu dem Thema Steuern und sowas, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und das ist halt so das Problem, was ich habe mit der heutigen Schulgesellschaft. Sowas, was ich euch gerade alles erzählt habe, das lernt man einfach nicht auf einer Hauptschule, auf einer Realschule, auf einem Gymnasium. Sowas lernt man höchstens auf einer Wirtschaftsschule oder keine Ahnung, auf wenn man BWL studiert. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt Finisher macht vorbei. Ich kann nicht kontern. Ich kann nicht kontern gerade. Gar nicht gut. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Und das finde ich halt sehr ärgerlich, weil sowas ist sehr wichtig. Ich finde, sowas sollte jeder in der Schule beigebracht bekommen. Denn wenn jemand selbst... Oh mein Gott, sie macht Finisher Aufgabe. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Jawohl, wir sind nochmal rausgekommen. Oh mein Gott, sie hat den Finisher eingesetzt zum Aufgeben. Da haben wir gerade nochmal richtig Glück gehabt. Richtig Glück haben wir da nochmal gehabt. Aber sie hat noch Comeback. Alter, das ist ein geiles Match. Ein richtig geiles Match. Geil, geil, geil. Oder sagt mir ehrlich, ihr da draußen, die Leute, die jetzt gerade in der 8., 9., 10. Klasse sind, oder 11., 12., kriegt ihr sowas beigebracht, wie ihr mit Steuern umzugehen habt? Bei mir war es nicht so in der Schule. Weder auf dem Gymnasium, noch auf der Gesamtschule, nirgendwo. Und das finde ich halt sehr ekelhaft. Weil wenn man von zu Hause raus ist, man weiß nichts. Man weiß nichts von Krankenversicherung, man weiß einfach gar nichts. So, und Schule sollte dafür da sein, um solche Dinge auch auf dem Weg beigebracht zu bekommen. Finde ich. Ne? Aber zum Glück kenne ich mich da jetzt ein bisschen halbwegs aus. Zwar noch nicht perfekt, aber ich kenne mich da schon auf jeden Fall so aus, dass ich das gut umsetzen kann. Ne? Okay, wir können jetzt nochmal Signature Finisher machen. Ich würde sagen, wir schmeißen sie mal rein. So, rein, Larilla. Okay, komm. Vielleicht reicht sogar ein Signature, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oh, oh, ich muss laden, 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 Energie. Jawohl, der kommt, der kommt. Boom. So, und jetzt der geladene Finisher. Der geladene Finisher, komm. Und dann ist es vorbei. Dann wird es vorbei sein. Oder sie... Ne, Mann, sie kann das nicht kontern. Oh mein Gott, sie... Alter, das ist der krasseste Kampf aller Zeiten bisher. Oh nein, wir können nicht mehr... Oh, 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 oh. Wir können nicht kontern. Wir können nicht kontern. Nicht gut. Nicht gut. Oh mein Gott, wir haben diese scheiß Minusanzeige. Wenn sie uns jetzt pinfallt, dann könnte es vorbei sein. Bitte nicht. Bitte nicht. Schon wieder versucht sie uns zum Aufgeben zu zwingen. Müssen da jetzt raus. Nein, nein, nein. Beschleunige, beschleunige, nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 es ist scheiße. Nein. Larilla hat aufgegeben, ey. Mann, das war so ein geiler Kampf. Wir hätten das Ganze packen können. Ja, einen Moment später seht ihr Larilla in dieser Pose und das heißt, sie hat danach rasiert. Ja, Leute, ich wollte euch jetzt den Kampf nicht nochmal zeigen. Das macht ja gar keinen Sinn. Am Ende habe ich sie kurz auseinandergenommen. Und jetzt machen wir weiter mit der Story. War auf jeden Fall ein cooler Kampf, vor allem das Thema hat mir sehr gefallen, über das wir geredet haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas öfter wissen wollt, dass ich mal ein bisschen so Privateres erzähle oder Sachen, die euch auf dem Herzen liegen. Schreibt mir mal in den Chat rein, weil ich kann immer gerne bei solchen Kämpfen darüber quatschen, weil bei WWE natürlich muss man sich konzentrieren, aber ich kann mich da konzentrieren und darüber noch quatschen, ne? Let's go, wir machen weiter. Look, you two are great. So I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic. But Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, wir haben doch gewonnen. Totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future.
Like he said, I've been doing this a really long time and you're one of the best I've ever seen. Klar, die hat bestimmt bei dem gemacht. I appreciate that. Deshalb wird die genommen hier. I gotta go call my husband and tell him the good news. Aber Larilla ist nicht so eine, die sich hoch nuckeln muss. Ihr wisst Bescheid. Mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Kontaktinfo, hey. Alter. I overheard what Xbox said. This is just a bump in the road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. Aber immer mehr und mehr Sachen sind so langsam erledigt auf unserer Liste. Ne? Also es geht Schritt für Schritt voran. So muss es sein. Oh. As our indie journey continued over the next couple years, we got to have matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. You've got to be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not going to let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. Ja, Freunde, und damit haben wir das nächste Kapitel gemeinsam abgeschlossen. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall interessant. Man wandert hier von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Hier geht es auf jeden Fall einmal rund um die Welt. Und ich bin gespannt, was uns die kommenden Folgen noch so alles erwarten wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge. Aber ich dachte mir, besser eine Folge anstatt keine Folge. Weil ich muss jetzt mich gleich ransetzen, die ganze Nacht das alles machen. Ich weiß, alles auf den letzten Drücker, aber die Tage, ich war sehr viel mit dem Hund beschäftigt und war auch in einer ganz anderen Welt. Zum Beispiel, wenn ich Gassi gegangen bin, habe ich voll oft vergessen, einfach die Türe hinter mir zuzumachen und sowas, weil ich einfach so auf den Hund fixiert war. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Alle, die einen Hund haben oder eine Katze oder ein Haustier, wissen das natürlich auch, dass das wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, dass man zu Hause jemanden bzw. zwei Leute hat, die einen immer schön vermissen und immer einen erwarten. Das ist immer so schön, man kommt nach Hause, man war weg gewesen und der Hund kommt dann zu einem, freut sich, dich zu sehen und so. Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, Leute. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei Call of Duty wieder und eventuell Star Wars. Deshalb lasst euch überraschen und wir sehen uns morgen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und ciao.